Moin Leute, Venom im Cinderback und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr innerhalb von einer Minute, um genau zu sein, einer Minute und 40 Sekunden 101.000 GTA Dollar verdienen könnt. Also jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Falls du jetzt auf meinem Kanal bist und dieses Video über die Suchleiste gefunden hast, würde es mich jetzt erstmal mega freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest, damit du rund um GTA 5 absolut gar nichts mehr verpasst und immer auf dem neuesten Stand bist. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir jederzeit auf Instagram schreiben, das Ganze ist hier eingeblendet, dort auf Ehren ein Abo dalassen. Jetzt fangen wir an mit dem Video. Und so handelt es sich dabei um das Zeitrennen. Ihr wisst, wir kriegen jeden Donnerstag, jede Woche eben ein neues Zeitrennen. Unser Zeitrennen heißt Elysian Island, befindet sich genau hier unten auf der Map. Hier beginnt das Ganze. Unser Ziel ist hier rechts oben im Osten, genau dort, wo ich den Punkt markiert habe. Das ist eben die Strecke. Diese müssen wir in einer Minute und 40 Sekunden schaffen, wie ihr hier gerade sehen könnt. Die Strecke bitte bereits vorher markieren, dann stellen wir uns an den Rand vom Kreis und können das ganze Rennen jetzt starten. Für die, die es nicht wissen, wir kriegen, wenn wir das Zeitrennen bestehen, also unter der Zeit eben diese Strecke fahren, 101.000 GTA 5 Dollar. Und das Zeitrennen ist somit ja eigentlich mit die beste Methode, um ganz, ganz schnell Geld zu machen, Freunde. Jeder, der die Zeitrennen auf meinem Kanal verfolgt hat, gemerkt, dass das Zeitrennen von letzter Woche nicht kam. Das lag daran, dass ich es nicht geschafft habe. Es gab so viele Leute, die es nicht geschafft haben, weil es einfach zu schwer war. Ich habe locker 20 bis 30 Versuche geopfert, habe es aber nicht hinbekommen. Dementsprechend gab es kein Video. Dafür, Freunde, dieses Zeitrennen umso einfacher. Dieses Zeitrennen kann wirklich jeder von euch schaffen, egal ob ihr jetzt hier das absolut krasseste Motorrad habt oder nicht. Ich mache das Ganze mit der vorlaufgetunten Hakacho Drag, das ist mit der schnellste Motorrad für Zeitrennen. Ich kann euch aber sagen, bei diesem Zeitrennen kann es auch sein, dass ihr es mit einem anderen Motorrad schafft, dass ihr es sogar mit einem Auto schaffen könnt, weil es von der Zeit her wirklich relativ ausreichend ist. Ihr werdet sehen am Ende, ich habe noch relativ viel Zeit übrig. Auf jeden Fall habt ihr bis jetzt auch gemerkt, wir fahren komplett die exakt gleiche Strecke, wie sie uns eben angezeigt wird, also keine Abkürzung bis jetzt, einfach ganz normal der Route folgen. Wie bereits gesagt, man kann es im Auto probieren, das Auto sollte schon gut schnell sein, allerdings habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt, dass ihr halt an den Autos relativ schmal vorbeifahren müsst, daher würde ich dennoch trotzdem ein Motorrad empfehlen, nur halt wer wirklich gar keins hat, kann es gerne mit dem Auto probieren, vielleicht schafft der ein oder andere es ja, wenn man ein guter Fahrer ist. Auf jeden Fall haben wir hier das Ganze gleich schon geschafft. Eine ganz kurze Abkürzung haben wir, und zwar am Ende, dann seht ihr diese relativ große Kurve. Diese große Kurve fahren wir nicht, sondern wir fahren jetzt genau hier links bei dem Baum runter. Dann können wir einfach runterspringen. Das ist das Ziel, da sparen wir uns nochmal Sekunden. Und ihr seht jetzt schon, wir hatten 1,40 Zeit und haben das Ganze in 1,30 geschafft. Also wir hatten 10 Sekunden einfach mal übrig. Das heißt, theoretisch hätten wir sogar einen Unfall bauen können, hätten vom Motorrad fahren können, wieder aufstehen können und hätten es wahrscheinlich trotzdem geschafft. Das beweist eigentlich nur, dass es wirklich diese Woche für jeden von euch machbar ist. Also bitte, wer 100.000 GTA Dollar schnell verdienen will, muss diese Zeit dann unbedingt machen. Als billige Variante für mein Motorrad, eben für die Hakacho Drag, die ihr gerade seht, kann ich auf jeden Fall die Barty empfehlen. Diese kostet, glaube ich, 15.000 bei Southern San Andreas. Und ja, mit der ist das Ganze auch auf jeden Fall sehr gut machbar. Wenn ihr sie auftunt, dann sowieso. Und dann würde ich sagen, soll es das an der Stelle auch mit dem Video gewesen sein. Heute ein kurzes Video, denn es ging ja nur kurz um das Zeitrennen. Es geht ja selber nur 1,5 Minuten, knapp bisschen mehr. Von daher würde ich sagen, wenn es euch geholfen hat, wenn es euch gefallen hat oder wenn es informativ für euch war, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wie gesagt, bei Fragen einfach mich auf Instagram kontaktieren. Ansonsten war es das, Freunde. Ich bin raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.